Hallihallo und willkommen. Ich mache jetzt mal meine Lautsprecher ein bisschen leiser, weil während ich diese scheiß Mobfalle zu Ende gebaut habe. Also die ist jetzt komplett fertig. Die ist jetzt so, wie sie sein sollte. Da oben habe ich das komplett. Nein, ich habe es komplett zugebaut. Wollte ich eigentlich noch einen Weg lassen. Habe oben die Beleuchtung gemacht, so dass ich es an- und ausmachen kann. Also jetzt ist zum Beispiel die Mobfalle ausgeschaltet und da ist sogar noch ein Trichter drin. Hier will ich noch etwas bauen. Aber das kann ich ja noch. Doch, das kann ich doch noch machen. Das müsste doch noch machbar sein. Wir brauchen 1, 2, 4. Nochmal 1. Ein paar davon. Dann nochmal. Ja, kein Plan. Warte mal, ich brauche ja noch einen. Ups. Dann brauche ich noch mehr Kabel. Jawohl, so macht man das heutzutage. Bitte. Oh, jetzt habe ich kein Holz mehr. Zack. Ich brauche noch 2 Sticky Pistons. Auch wenn ich das ein bisschen traurig finde wegen meinen paar Slime Balls, weil ich habe ja nicht so viele. Machen wir das so. Und zwar unter diesen Treppen hier. Er läuft. Warte mal. Wie mache ich das? Scheiße. Hier ein bisschen so von da, ne? Okay. Oh Gott, es lädt so unbeschreiblich. So, dann kann man das gleich von da unten. Das wäre dann. Warte mal, hier ist die Wand, dann da, irgendwo hier, so da drunter. Den könnte ich eigentlich klauen, ne? Ja genau, den klaue ich mir. Die beiden klaue ich mir, weil ich habe alle meine polierten Dinger verbraucht. So, warte mal. Dann machen wir diesmal ein little bit höher. So. Das wollte ich nicht machen. Ich hau den schon mal so dahin. Ey, was ist denn los? Meine Maus ist, glaube ich, defekt. Die klickt zweimal. Ich brauche einer. Ich glaube, einer sollte sogar perfekt langen. Also reichen. Langen, wie auch immer man was heutzutage ausspricht. Ich weiß nicht, weil Dialekte sind ja überall anders. Und ich bin ja so ein bisschen an Bayern gewöhnt. Ich weiß ja nicht, wie es bei den anderen ist. Okay, das ist jetzt taktisch das Unklügste überhaupt. Wie komisch hier ist, ne? Da. Oh, und doch schon wieder Doppelklick. Was soll denn das? So. Ah, ja gut, dann funktioniert das schon mal. Sticky. Boom. Und. Mal die Router. Boah, schon wieder doppelt. Was soll denn das? Das ist kaputt genug, ne? Boom. Aufzug. Wurscht. Also. Den hier und den hier. So dass, wenn ich hier drinnen bin und die meine. Ah, das habe ich auch festgestellt. Wenn ich das aufmache, können die trotzdem nicht raus. Das heißt, diese 2 Pixel, die da oben sind, ist trotzdem noch. Die können nicht da drunter. So. So ist ein klein. Kleine Absicherung, jawohl. Ich brauche hier noch dann eine Kiste. Welche Crafting Table? Eine Kiste? Jawohl, aus Holzblöcken. Mache ich mal eine Doppelkiste. So. Denn in diese Doppelkiste sollen. Passt es noch so, dass ich hier. Ja, passt so gut. Sollte noch mal sein. Dann machen wir nochmal 2. Okay. Ihr wartet wahrscheinlich schon alle drauf, dass ich die hier alle mit einem Schlag erledige. Das heißt, ich kann hier reinrennen, zumachen. Und hoffen, dass die nicht mit hier reingehen. So, ich tue mal meine ganzen. Ne, braucht man. Dankeschön. Meine ganzen Items hinein, die ich nicht brauche. Nicht mehr brauche. So. Axt zum Kämpfen, der ist da. Die Fackel und. Oh ja, zu essen. Zu essen ruhig auch noch. So, etwas zum Ende. So, das war doch so ewig, das war so unnötig, dass ich wegen diesem 2 Wasser da
weggefahren bin. Ohne Müll. Ich habe mich so kacke gefühlt, weil ich habe das ja nicht aufgenommen. Mir fehlt mir eine letzte Folgezeit. Oh! Es sind schon bestimmt 3-4 Zombie-Villager. So. Wie mache ich das jetzt? Ich crafte mir. Hä, aber wie sind die dazugekommen? Oder habe ich das? Es wäre schon mit dem Schwert angenehmer. Ich weiß nicht. Wenn ich zum Beispiel 50 auf einmal umbringe, ist dann das Schwert auf einmal kaputt? Oder zählt es nur als ein Hit? Bevor ich mich mische. Gut, aus, mache ich Crusher an. Ein paar sollten vielleicht schon sterben dabei. Oder? Ja, keine einzigen. Boah. Alter! Ah! Ah, die kuscheln, die wollen mit mir ein Bad und meinen RP-Punkt. Oh, shit, langsam wird's kritisch. Ha. Ich wollte mit denen ein bisschen baden und dann wird's kritisch. Alter, tja, ich bin der Herr der EP-Punkte. Ah, ich habe so Eisen bekommen. Alter, über ein Stack gleich. Oh, ist das schön. Oh mein Gott. Und, warte mal. Nee, das muss ich ja noch umfriemeln. Das muss weg. Und wie viel ist da auch noch was drin, ne? Unbeschreiblich. Die tue ich mal da rein, außer das Eisen, das kann ich verwenden. Oh, das ist schön, das gefällt mir. So, das könnte ich öfters machen. Ich brauche das hier. So, dann nochmal das hier. Zack, ich brauche nochmal so einen. Habe ich nicht noch? Nee, habe ich nicht. So. Denn so ist es besser. So kommen die wirklich nicht raus. Und so kommen die dann wieder. Also, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Wasser an, damit die nicht runterfallen. Also, damit die sich nicht wehtun. Oh, warte mal. Das habe ich auch ausgemacht. Ups. Dann sollten die langsam kommen. Hoffe ich jetzt zumindest. Okay. Aber erstmal pushe ich wieder mein Leben hoch. Ah, da ist schon der erste. Da ist der zweite. 3. Interessant. Also bis der erste Zombie-Villager da ist. Ansonsten. Weil das ist ja auch mein Ziel. Ah nee, ich habe eh keine Goldäpfel und alles dabei. So, jetzt sind es schon 4. Drücken die sich gerade raus? Nee, ne? Nee. Aber wenn es offen ist, kann ich ja mal probieren. Aber dann müsste ich die. Ja, ich komme da ran. Das ist gut. Da kann ich das aus und zu machen. Ja, aus und. Also ausschalten und den Weg zu machen, so. So vielen Schaltern hier. So ein kleiner technologisierter Raum. Unglaublich. Hallo. Klar. Da drin ist auch nichts, ne? Aber was kann man mit dem Rottenfleisch überhaupt anfangen? Das kann man nicht verbrennen oder so, ne? Boah, sind schon wieder ein paar. Dann mache ich mal. Während die da. Ah ne, war, wenn ich weitergehe, dann. Das ist ja schlecht, ne? Ich könnte diesen Bahnhof hier fertig bauen. Weil die sind jetzt direkt neben mir, dann spawnen die wirklich. Da und die spawnen die hoffentlich nicht. So, und ich darf das Licht hier nicht vernachlässigen und alles wegmachen, weil sonst spawnen die direkt hinter meiner Fresse, wollte ich schon sagen, aber nee, hinter meiner Fresse, da bin ich. Also vor meiner Fresse, wenn schon. Und das wollen wir ja nicht, ne? So, schnell wieder Licht machen, bevor die spawnen. So, das mache ich mal zu. Und das mache ich mal weg. Weil aus dem Cobblestone, das können wir wieder für unseren Battleberg bauen. Brauchen. Oh, ich höre schon unten ein paar wieder. Also, das war. Ich glaube, so eine Viertelstunde oder 20 Minuten, also die Monster, die ich gerade erledigt habe, waren in so einem Spawn-Zeitraum von Viertelstunde bis halt zu 20 Minuten. Irgendwie sowas dazwischen. Und ja, das heißt, jetzt wird es nicht mehr so krass, aber wird wahrscheinlich trotzdem beträchtlich. Also die 30 werde ich wahrscheinlich knacken dadurch. Da kann ich das vielleicht immer mal wieder machen, dass ich hier mir irgendwas baue,
irgendwie was weitermache oder was weiß ich. Und dann, ja, die Mondsaltkette, ne? Oder weniger. Ich glaube, bei der Hälfte oder so habe ich Dings, habe ich nochmal auf Peaceful gesettet, weil ich habe da was vergessen und dann sind die rausgestolpert. Ach, kein Plan. Ich habe es ja nicht aufgenommen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Könnt ihr auch nicht, leider. Jetzt bereue ich es eigentlich, hätte ich es doch lieber aufgenommen, weil es hat doch, da ist doch ein paar Sachen passiert. Da ist so ein Zombie-Villager raus und hat mich attackiert und ich habe mir so, oh nein, aber ich will dich retten, komm, steig in mein Minecart. Und er so, oh nein, fick dich. Ich weiß nicht mal, was ich gerade mache. Ich hole mir einfach, ich verbreitere hier alle, einfach alles. Ah, noch mehr Zombies. So, und jetzt ist, jetzt probieren wir das mal mit dem Zombie-Villager. Ist da ein, da ist keiner. Da ist kein einziger. Gut, dann machen wir es zu und auch. Nee, ausmachen wir nicht. Die können ja oben noch weiter spawnen. Wasser machen wir auch aus, weil wenn das Wasser da ist und ich es anmache, dann schwimmen die sich so durch den Block durch. Ja, die kriegen Damage. Oh. Ah, das zählt anscheinend. Also mit dem Schwert. Wow. Irgendwas muss ich noch mit den Kleinen machen. Weil die Kleinen rennen echt immer raus. Da muss ich echt noch irgendwie mir das einfallen lassen. Aber was? Wie zum Teufel soll ich das bitte machen? Das Wasser hält die auch, ne? Rausch. So ein Dampf, der erloschen. Hallo! XP. So. Ey, da kann ich sogar reinen, ne? Ne, davor hätte ich auch reinkommen gekönnt. Reingekönnt. So. Oh, schon wieder ein Eisen. Das ist schön. Das heißt, sie haben so eine kleine. Ich dachte mir gerade, wo ist das andere Eisen hin? Habe ich nach oben getan. Wir haben so eine kleine Karotten- und Eisenfarm. Und natürlich halt EP. Primär. So, das ist zu. Wasser an. Und dann müssen jetzt schon die ersten wieder runterpullern hier. Zack, zack, zack. Ah, die Bangen. Nee, die Bangen sehen nicht aus. Schön. Gut. Ja, dann buddel ich nebenan wieder ein bisschen weiter. Das soll ja hier schön werden, ne? Oh, Kohle. Was kann ich hier bitte noch hinbauen? Außer halt diese Monsterfarm. Ich glaube, das war es eigentlich. Die Monsterfarm ist das, was ich brauche, und wenn nicht. Oder das, was ich hier halt hinstellen kann. Weil mehr wäre hier. Okay, im Verzauberungsraum, und da bräuchte ich halt wieder zwei. Drei? Zwei? Irgendwie so. Drei oder zwei Diamanten. Ach ja. Solange ich mich nicht einbuddel, ist alles okay. Also, weil ich habe mich vor ein paar Folgen selbst irgendwo eingesperrt und musste mit der Faust, nee, habe ich aber mit der Axt, glaube ich, gemacht, mit der Axt Stein kaputt machen. Und es war jetzt, ja, hat zwar ein bisschen gedauert, war nicht so schlimm, ich hätte mir schlimmer vorgestellt, weil zum Glück war es nur ein Block. Aber ich stelle mir jetzt vor, wenn ich jetzt also bis nach da zumache und hier mit der Faust durch muss, das wäre brutal. So, haben wir dann wenigstens noch ein bisschen Kohle. Zack, zack, zack. Hier ist auch noch Kohle. Zwei Stück nur. Okay. Ich würde hier gerne echt gerne ein Fenster reintun, bloß es geht leider nicht. Das kann ich nicht machen. Warte mal, das können wir doch so machen. Warte. So, das tun wir erstmal hier weg. Warum tun wir das hier weg? So, dann muss das hier. Dann tun wir das hier weg. Und dann das hier. Ich mach den Weg. Einfach mal nach da, in die Richtung. Das wird auch schick. So, einfach mal um die Ecke. Ah ne, warte mal, dann muss das ja auch hier weg. Dann ist es nicht so mitten im Gang, ist da so schon eine halbe Treppe drin, sondern ist es halt so schön an der Seite. Oh, scheiße. So, ich. Ah, okay. Schaff's zum Glück noch raus, weil ich habe wieder keine Spitzhacke mehr. Ich bin so ein Spezialist, ich schaff's immer. Letzter Zeit ohne Spitzhacke aus dem Haus zu gehen oder in den Stein zu gehen. So, jetzt habe ich ein bisschen vorgesorgt. So. Zack, zack,
8 Stück, ja, das ist genauso wie. Hey. Ist genauso wie davor. Ah, Baby, Baby, Baby. Ah. Warum? Alter. Ah. Ah, mein Gott. Wenn das Baby. Alter, mit den 30 Level, ne? Hätte das Baby mich umgebracht. Und ich habe auch aus den Kabelstone gesetzt. Ich muss noch eine Lösung finden für die Babys. Ah, weil die Babys, die springen da raus. Und ja. Weil das Dumme ist, wenn ich da halt noch ein zweites Tor-Dings mache. Also so ein. Ich vergesse, wie das heißt. Wie heißt denn das? Hilf mir mal. So ein Zauntor halt hinmache. Dann kann ich nicht mehr durchschlagen. Nee, ach da, so. Okay. So, dann hat man hier halt schon. Hier ist so die Mitte. Da geht's nach unten, da geht's gerade. Ey, das ist irgendwie schick gemacht. So, müssen wir nur noch alles entweder aus Kabel oder aus Mosi. Ich glaube, ich mache hier sehr viel aus Mosi-Kabel. Oder aus. Halt diesen Dingern. Ach, Scheiße, jetzt habe ich. Ich habe hier jetzt gerade alles querbeet gesetzt, ne? Teilweise Stone, teilweise Mosi. Mosi, sag ich schon. Teilweise Cobblestone. Und hier liegt zum Beispiel noch das Ding und hier ist auch das. Ach Mann. Das sind bestimmt noch viele Zombie-Kinder. So, ich mach's mal zu. Wasser aus. Und das. So. Ha, guck, hier kommen die nicht rein. Ich verstecke mich hier. Ich kann von hier alles betätigen. Jetzt kommen die Kinder nicht mehr zu mir. Aber wenn es zu Ende ist. Keine Kinder? Keine Kinder. Oh. Oh Mann, ich vergesse mal, dass es offen muss. Oh, EP ohne Ende. So, zwei. Wow, das waren jetzt gerade zwei Level. Jawohl. Ja, okay, wir sind schon 30. Das ist schon. Haben wir schon Kartoffeln? Ich weiß ja nicht. Ich nehme mal die ganzen Sachen hier mit. Und dann würde ich mal sagen, wir. Okay. Mal gucken, vielleicht ist er noch ein Zombie. Hey. Vielleicht ist er ja ein Zombie-Villager. Nein, nein. Ne. Okay. Alles an? Ja, wir lassen erstmal alles an. Und gehen dann zurück. Nehmen uns wieder ein paar Sachen mit, die wir gerne haben. Also, eigentlich brauchen. Ja, viel brauchen wir nicht. Wir können die ganzen meisten Sachen hier eigentlich lassen. Warum habe ich jetzt da Türen eigentlich mitgenommen? Das war es jetzt eigentlich, ne? Das kann ich noch so mitnehmen. Wow, eigentlich nichts, ne? Oh, wir haben sogar Mosi dabei. Gut, dann. Soll ich da noch was mit Mosi hinsetzen? Ach nee. Lass mal das mal. So, der Rest darf hier bleiben? Ja, der Rest darf hier bleiben. Hm, auch ich habe ja schon eins. Warte mal. Geht es? Ah ja, das geht sogar. Interessant. Gut, ja, dann können wir fahren. Ich kann jetzt nicht viel dran rütteln, ändern, was auch immer. So, dann gibt's noch, wir müssen das noch zweimal machen. Einmal mit den Skeletten. Das ist genau das gleiche. Also kein Unterschied. Und noch einmal mit den Spinnen. Die ist wegen anders, die wird komplizierter. Und die Spinnen können ja Wände hochkrabbeln und da. Muss ich noch mal gucken, wie ich sowas mache. Da gibt es bestimmt eine Anleitung. Muss ich mir einfach nur mal reinziehen. Ja, was mache ich jetzt hier in letzter Zeit? Ja, dann surfe ich mal wieder im Interweb. Oh, Mann. Seit 2 Stunden lade ich ein Video hoch. Und es ist bei 22%. Ist eigentlich sogar relativ fix für meine Verhältnisse, ne? Ja, das Dumme ist halt, mein menschliches Internet ist nicht mehr erreichbar, aus irgendeinem Grund. Der antwortet nicht mehr auf WhatsApp. Und ja, deswegen kann ich bei dem nicht mehr hochladen. Und er hat vergessen, ein Video mit hochzuladen. Das heißt, das fehlt ein Video. Und dieses Video brauche ich halt übermorgen. Und ich habe keinen Bock, nochmal 2 Tage zu warten, bis ich merke, oh, der antwortet doch nicht. Deswegen verwende ich lieber heute das Internet, weil ich heute den ganzen Tag lerne. Das heißt, ich kann ja Internet und so eh nicht gebrauchen.
Boah, mein Internet ist echt so langsam.